Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal geht es um Death Note, Another Note. Ja, nicht erschrecken. Es ist ein Buch und anders als bei einem Manga hat dies keine Zeichnungen. Aber wirklich, bitte nicht in Panik geraten. Wer ist in Panik? Niemand ist in Panik! Denn ich bin selber keiner, der einfach so Bücher liest. Also wenn man sich in die Geschichte reinversetzt und aufmerksam liest, dann ist das nicht schlecht. Also, ne. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall Spannenderes. Aber dass man das nicht einfach so verallgemeinern kann, ist klar. Und das hat mir dieses Buch, also Another Note, klar vor Augen gehalten. Ich habe ebenfalls das Buch L Changes the World gelesen, weil ich dachte, dass es genauso gut wird. Naja, es ist in Ordnung, ganz okay, aber kommt bei weitem nicht an Another Note ran. Ich versuche hier Spoiler rauszuhalten, aber vorsichtshalber sollte sich jeder Death Note Fan das Buch besorgen und durchlesen. Aber gut, fangen wir an. Another Note wird von Mellow erzählt. Diese Geschichte wurde von Elle an den anderen Kinder des Waisenhauses weitergegeben. Der Fall in diesem Buch ist genau der Fall, welches Elle mit Frau Misura zusammen bearbeitet haben. Die BB-Mordserie von Los Angeles. Die Geschichte ist so spannend, dass ich nach 3 Tagen das Buch durch hatte und ich habe versucht, mir das aufzuteilen. Ja, ich weiß, nicht sehr erfolgreich. Naja, ein wenig zur Handlung. Misura wird vom FBI beurlaubt, weil sie wohl Scheiße gebaut hat. Aber darum geht es nicht wirklich in diesem Buch. In Los Angeles werden mehrere Leute umgebracht und in jedem Tatort sind immer Hinweise für den nächsten Mord und zur Mordserie insgesamt versteckt. Die ersten 3 sind schon tot, als Frau Misura von Elle kontaktiert wurde. Und wie wurde sie kontaktiert? Auf Elles ganz spezielle Art. Ihr Laptop wird von ihm gehackt, während sie mit ihrem Motorrad fuhr, um einen klaren Kopf zu bekommen wegen der Beurlaubung. Er hat ihr eine Nachricht hinterlassen und wenn sie die Zusammenarbeit annimmt, soll sie die Nachricht löschen und den Laptop zerstören. Sie vertraut natürlich darauf, weil Elle weltbekannt ist. Elle schickt sie sofort zum ersten Tatort, damit sie sich einen Überblick verschaffen kann und hoffentlich auch mehr findet als die Ermittler der Polizei. Sie schaut sich den Tatort an und dort findet sie eine große Sache. Es ist nicht sonderlich ein Hinweis zu Anfang, sondern eher mehr einen Typen, der sehr bleich ist, einen Buckel hat, Süßes sehr gern mag, komisch sitzt und sich als Ryusaki vorstellt. Okay, nun wird es wirklich schwer, noch irgendwas zu sagen, ohne zu spoilern. Deshalb möchte ich eigentlich nicht mehr so viel erzählen. Das Buch insgesamt ist einfach sehr gut geschrieben. Die Telefonate mit Elle sind sehr amüsant, Elles Charakter kommt sehr gut rüber, Elles Verfahrwege sind ebenfalls sehr Death Note vertraut und die Ermittlungen an sich sind extrem gut geschrieben. Der Antagonist, also der Mörder BB, ist ebenfalls ein Kind des Waisenhauses von Watari. Er, ja wie BB schon sagt, ist B. A hat sich umgebracht, weil er eigentlich dafür bestimmt war, der Nachfahre Els zu sein und das war ihm zu viel Druck und dann hat er sich, umgebracht. Aber wieder zu B. Er hat, und das finde ich schon ziemlich nice, die Augen eines Shinigamis. Nie hat sich das so erklärt, dass diese Augen, genau wie das Death Note selbst, einfach vom Himmel runtergefallen sind oder so. Macht nicht viel Sinn, aber hey. BB wollte ein so gutes Rätsel aufbauen, welches selbst L niemals lösen könnte. Ja, deswegen tötet er Leute. Einfach nur, um sich mit L zu messen. Ja. Naja, informiert euch bitte nicht weiter. Also, wer Beyond Birthday ist, also BB, bitte nicht nach ihm googeln oder so. Ihr spoilert euch immens, wenn ihr ihn googelt. Also, bitte nicht googeln. Jeder Death Note-Fan sollte sich wirklich mal das Buch holen und es mal durchlesen. So, Freunde, ich wollte wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, da das Buch wirklich gut ist. Sonst wäre es nicht bei meinem Amazon-Link von meinem Kanal verlinkt. Und nein, das Video, der Amazon-Link und so weiter ist kein Product Placement. Dieses Buch hat es tatsächlich in sich. Jeder, der Death Note mag, sollte diesem Buch auf jeden Fall eine Chance geben. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu diesem Buch. Oder ihr geht halt auf meinen Kanal und dann auf diesen Amazon-Button, dann kommt ihr auch zu diesem Buch.
Aber gut, ja, ich weiß, dieses Mal wieder ein recht kurzes Video, aber dafür kommt nächste Woche dann Superman gegen Goku. Mal schauen, wer gewinnt, aber... Nee, mal schauen, wer gewinnt, ich will ja nichts spoilern. Naja, das war es dann mal wieder von mir. Wir sehen uns dann mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut.